nicht auf Items da draufklicken. Aber komischerweise, obwohl man sozusagen hier die Möglichkeit hat mit Diablo so, hey, komm vorbei und sowas alles, ne, so, hey, ich brauche ein paar Leute, also dass man hier immer diesen öffentlichen Chat, also so eigentlich fast schon wie in WoW, nur halt, doch ein bisschen Singleplayer eigentlich hat, also man muss es nicht im Mehrspielermodus machen, hier kann man, muss man nicht extra Instanzen machen und sowas alles. Hey, was machst du denn hier? Der klemmt da, glaube ich, pop. Aha, interessant. Er hat auch was zu posten. Aber gut, da könnt ihr halt die sehen, die dann gerne posten. So, guten Tag. Wie gesagt, also ich bin da, mein Auto ist gerade weg. Ich hoffe, das wird nicht teuer. Also, dass die nicht was zusätzlich finden. Er hat gesagt, sonst sieht das eigentlich ganz okay aus. Alles ist fest. Yada, yada, yada. Bada, bada, bada. Und so was alles. Zack, zack, zack. Ich hoffe nicht, weil ich habe mein, Warndreieck aus Versehen mit eingepackt, weil ich wusste nicht, ob ich da drin lassen soll oder nicht. Ich hoffe, die lassen mich deshalb über den TÜV kommen. Wäre kacke, wenn die mir sagen, nee, sie kommen über den TÜV. Ihr Fahrzeug ist technisch nicht okay. Wieso? Ja, sie haben kein Warndreieck. Was? Zack. Doch, sehen wir doch die ganze Zeit hier schon so. Guten Tag! So. Oh! So, deshalb, wie gesagt, ich versuche mich halt sehr weit davon zu distanzieren. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Also, ich habe persönlich noch keinen so gesehen, der das so deutschen. Oh! Zumindest macht. Ich weiß nicht, ich glaube, man könnte es dann sozusagen in der Sinne. Mit anderen vergleichen, bestimmt gibt es sowas im englisch-amerikanischen Bereich, aber mein Gott, komplett neu kann man das Rad eh nicht erfinden, es gab immer schon Variationen von dem Rad. So, weg da alle. Wow, wow, schubs mich doch nicht weg hier. Ja, werd vereist. Werd vereist. Humpel nicht zu mir, und wo mein Schild auch wieder hingeflogen ist, habe ich keine Ahnung. Boom. Keine Lust. So. Ist. Außer. Oh, wo kommt der denn her? Außer habe ich seit letzter Zeit wieder angefangen. Also bin ich irgendwie in so einen Wahn wieder verfallen. So ein Blutwahn, wo ich dann wieder Blut saugen muss und alles. Nein, nein. Sondern so mehr in die Richtung. Hey, Star Wars ist doch eigentlich ganz cool. Und ja, dann bin ich wieder so auf den Star Wars Trip. Und dann muss man natürlich wieder alles Star Wars machen. Ne? Das ist der einzig riesige Vorteil, den ich sagen muss. Den ich noch habe, ist, dass ich, das ist zufällig irgendwann mal auf die, aufs iPad, was ich super klasse finde, damit ist man ja mobil, die Möglichkeit hat, auf Star Wars Knight of the Old Republic, also nicht das MMO jetzt zu spielen, sondern die Möglichkeit, einfach diese alten BioWare-Klassiker zu spielen. Und ich fand die ja so unheimlich cool. Und die Grafik, wenn man sie jetzt so eigentlich betrachtet, ist gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen. Außerdem, seit wann soll Grafik irgendwas Gutes irgendwie eine Sache sein, wonach man seine Spiele aussucht. Also, wenn man nach Grafik seine Spiele aussucht, ist man, glaube ich, heutzutage eh schon verloren. Weil die meisten Spiele mit super Grafik, die haben halt super Grafik. Und das war's dann. Inkarnation der Macht. Oh, was ist das denn? Schlitzen ist Schmettern. Was noch? Gebot der Hoffnung, ewige Hoffnung. Akaras Champion? Gegner in der Nähe erstarken gelegentlich für kurze Zeit vor Furcht. Oh, der ist super. Demnach erhöht zusätzlich euer maximales Leben und das euer 5 Minuten. Bewegungsgeschwindigkeit? Ach komm, im Notfall Leben ist Leben. Ja, das ist ja Schlitzen zerschmettern. Schlitzen hat erhöhte Chance, bestrafen. Wiedergeburt ist okay. Also ein Level ab 35 bekommen wir einen.
Okay, das heißt, in diesem Raum ist definitiv einer von den besonderen. Ja. Gift verzaubert. Oh, Gift. Das ist das Schlimme an dem Gift. Ich habe gerade gesehen, dass da noch Eis ist. So, damit ich wieder. Oh, Mist. Ich habe ganz vergessen. Ich habe mich ja umentschieden. Gut, dass er keinen Ansaugen hat. Gift und Eis kann man ausweichen, aber. Schrei nicht so! So, tot ist er. Ein historischer Falke? Für wen ist das denn? Ach so, oh, das ist eine Armbrust. Oh, was haben. Auch nicht. Legendäre Schuhe sind besser. Aber wir haben hier zwei Sockel, die könnten wir ja machen. Oh, wie viel Gold hier wieder liegt. Wie viel Gold haben wir denn jetzt eigentlich? Wow, fast 100.000, ey. Das ist schön. In so kurzer Zeit wieder so viel Geld gefunden. Hallo, tschüss. Oh, da kommt was runter. Und tschüss. So. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass man mit dem Auto ist. Das habe ich abgeschlossen. So. Dann muss ich, weil ich jetzt eine Woche ein bisschen frei habe, ein bisschen Standardsachen machen. Aber sagen wir mal so, der Vorteil ist dann frei ist, ich kann dann vormittags so viel machen, wie ich möchte. Also, was heißt vormittags machen, so viel ich möchte? Ich kann vormittags alles in der Richtung so planen, dass ich dann nachmittags in Ruhe mich mal so was hinsetzen kann und dann in Ruhe aufnehmen kann. Aber ich sehe schon, hier sind Sphären, verzauberte Rückstoß und alles drum und dran. Also, ich verleihe euch jetzt ein bisschen Nachdruck hier. Au, au, au. Man sollte doch nicht durch die Sphären laufen. Au, au, au. Und dann einmal ein bisschen hier reinrennen und ein bisschen wieder explodieren. Das ist das Gute. Die Sphären, die sind ja eigentlich ganz gut eigentlich zum Ausweichen. Man darf aber nicht, trotzdem nicht zu nah rein. Achso, meine Fertigkeit ist noch nicht bereit. Okay, dann stirbst du jetzt. Dann ist sie aber bereit, oder? So, Schild weg und zuerst mal ein Schild ins Gesicht. So. Okay, kommt wieder von oben hochgeflogen. Kommt ihr wieder? Genau, da sind die wieder. Geflügelter Moloch. Aber weshalb die feurig sind, frage ich mich jetzt gerade, was da los ist. Hey, weshalb bist du aus Feuer, Moloch? Ich dachte, du wärst anders am Anfang gewesen. So, Laternenöl. Ach, Beinwickel grau. Braucht doch kein Mensch. Kann man alles verkaufen, ja. So, damit sind wir hier wieder. Das heißt, wir müssen hier entlang. Perfekt alles abgeschlossen, perfekt alles erkundet. So. Getöteter Gardist. Ich finde, mir tut es eigentlich immer leid, dass hier so viele. Normalerweise sollte doch eigentlich gar keiner kämpfen. Normalerweise sollten alle warten, bis ich da komme. Ich töte alles und danach können sie, sagen wir mal, gerne den Rest machen oder mir ein bisschen helfen hier so. Wenigstens nicht ganz irgendwelche Zeichen. Anscheinend habe ich wohl nur noch den Fluchfilter hier an, den Schimpfwortfilter. So. Oh! Habe ich halt aus Versehen. Also nochmal. Hat mein Schild aus Versehen die Tür hier eingeschlagen. Aber was ich auch unheimlich gerne spielen würde, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Aber ich denke nicht, dass ich das Let's Playen werde, weil ich denke, das ist irgendwie. Es ist zwar ein schönes Spiel, aber es ist trotzdem ein bisschen blöd, immer zu Let's Playen sowas RPG-mäßiges. Ich weiß, es gibt Let's Plays von RPGs, sagen wir mal, nehmen wir mal einfach die englische Bezeichnung. Ich denke, das ist auch besser, als wenn ich sagen würde, das ist ein RPG, ein Rollenspiel von mir aus auch. Wer Ni no Kuni. Also es sieht super aus, außer natürlich ein paar Flaws, da ist natürlich schon altes in der Richtung, aber naja, das ist. Also sagen wir mal so, das ist diese Geschichte und dieses Prinzip dahinter. Das ist eigentlich sozusagen, hey, das ist wie Pokémon und das ist das und das ist das und das alles zusammen und sowas alles. Ach, das ist so lieblich gemacht. Also da ist echt viel Mühe. Und das ist ja alles von Studio Ghibli, falls das jemand was sagt. Das sind die hier so das wandelnde Schloss und alles gemacht haben. Also ist schon wunderschön. Also man muss sagen, das ist etwas, was mich echt begeistern würde, aber ich so. In der Richtung müsste man so machen. Das RPG müsste man echt nur machen, wo man sagen würde, ich zeige euch jetzt auch nur die Hauptquests. Also, ne? Sowas wie zum Beispiel Assassin's Creed 3. Das habe ich dem Problem gemacht. Ich habe euch alles gezeigt und dann irgendwann mal wurde mir auch langweilig in der Richtung. Man müsste das so machen, dass ich eigentlich nur sozusagen die ganzen Missionen an sich zeige und sowas wie dieses Erkunden und sowas anders mache. Oh, oh. Oh, ich dachte, ich habe gerade gelackt.
weil ich den einen nicht angreifen konnte, aber das war was anderes, in der Richtung so machen. Man müsste das anders staffeln. Man müsste sozusagen, bei Assassin's Creed könnte ich mir als einziges so gut vorstellen, dass man das so machen würde. Ich würde von Anfang an eine Stadt, zum Beispiel sagen, hier, guck mal, das ist eine neue Stadt. Und dann würde ich sagen, okay, ich erkunde jetzt alle Synchronisationspunkte, sodass die Karte komplett aufgedeckt ist, dass unser einer, also der dann zuschaut, dann extra noch so im Titel erwähnt, so sieht das alles aus, damit ihr sozusagen eine Karte habt und wisst, wo alles ist in der Richtung. Das ist der einzige Sinn, den ich mir da vielleicht vorstellen würde, so ein RPG, nicht indirekt so ein RPG, sondern jetzt zum Beispiel Assassin's Creed. Assassin's Creed 4 bin ich zurzeit am Spiel, ein super geiles Spiel, auf jeden Fall sehr viel besser als der dritte, man muss es aber mögen, ne? Also ich habe schon in den Kommentaren gehört, ja, ich hoffe, in dem neuen Assassin's Creed muss man weniger mit dem Schiff fahren. Ja, das ist ein Piratenspiel, wäre das für ein Piratenspiel, wenn wir sagen würden, oh ja, okay, Pirat sein ist super toll, aber wir entfernen mal jetzt den kompletten Schiffkampf und sowas alles. Das einzig Blöde ist vielleicht, dass man sein eigenes Schiff sozusagen nicht so wie in den alten Piratensimulationen Sid Meier's Pirates und so abgeben kann und dann sozusagen anderes und das dann aufrüsten kann, weil man weiß, das ist zum Beispiel besser. Hat aber da ein bisschen mehr Bezug, dass man sich sozusagen ein bisschen mehr mit dem Schiff mehr an das gebunden fühlt, weil man weiß, ah ja, man hat jetzt diesen wandelnden Prozess und sowas alles. Und man wächst ja damit, indem man mehr Geld ausgibt, dann ist dann ja nicht so, ja okay, dann hole ich mir mal ein neues Schiff und dann reicht das ja so in der Richtung. Also so in der Richtung, ne, dann verliert man sozusagen, also ich liebe ja, ich muss mal ganz kurz was trinken, tut mir leid. So leckeres Wasser, oh ja. So in der Richtung, ich mag ja Spiele, wenn die sozusagen irgendetwas haben. Spiele, die zum Beispiel keine Waffen, so sozusagen dieses, ich muss sagen, das, was man einem vielleicht nicht gefällt, an Legend of Zelda, Skyward Sword, sagt man, ja, das ist halt die schlechtesten Zeldas, aber man merkt eigentlich, wie gut es doch ist, weil man bekommt das Masters Schwert. Oh, okay, die Bresche. Ja, genau. Nächstes wird tiefer. Genau. Man kann ja sagen, was man will, aber die haben etwas richtig gemacht. Man bekommt dieses Schwert, dieses Master Sword. Das ist ja keine Spoiler. Master Sword ist in jedem Zelda in der Richtung. Und man merkt, wie auf Dauer man eigentlich sozusagen ja mit ihm wächst. Es wird immer stärker, je mehr Tempel man macht und dann bekommt man mehr Fähigkeiten, die man freigeschaltet bekommt. Sowas finde ich geil. Dann ist auch in Assassin's Creed 4, man hat diese Schiffe, am Anfang ist es so, alles normal und sowas alles. Man kann sich natürlich nicht mit der größten Feder anlegen. Oh, ich müsste mal weitermachen. Man kann sich natürlich nicht mit der größten spanischen Feder oder was weiß ich nicht was anlegen. Und man wächst, indem man die kleinen Schiffe zuerst mal alle macht und sowas alles. Ja, aber irgendwann mal merkt man, oh, wie cool das so jetzt geworden ist, nachdem wir all das, was wir hinter uns haben, die 3 Millionen Ressourcen, Stahl, Stein, Stoff, alles, was wir da sozusagen gesammelt haben und Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Tausende von Schiffe überfallen, um denen das zu holen, da was gekauft, da die Sachen erkundet, hier das Geld ausgegeben und dann festzustellen, super, ich schaffe es ja jetzt endlich, in einem fairen Kampf gegen die zu gewinnen. Also da merkt man direkt, wie man sozusagen die... Sowas mag ich, also wenn man eigentlich mit irgendwelchen Sachen, die man hat, verbunden wird. Das ist auch das beste Prinzip. Wer sich mag, ist Pokémon am besten als RPG. Oh, kurze Pause. Boah, das ist ja cool. In der Richtung. Da könnte man sich, glaube ich, in der alten Altertum nicht so richtig vorstellen. Außer im Film
Wow, 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 ja, lass mich doch mal hier ein bisschen in Ruhe. Ruhig, 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 Blut, ruhig, ruhig, Blut, ruhig, Blut. Schnelle Diener, okay. Jetzt bin ich ein bisschen eingekesselt. So, wollte schon sagen, ey, die komischen schnellen Dinger, die haben mich da so eingekesselt, ey. Ah, ah, ich will nicht sterben, deshalb muss ich da bei der Sphäre ausweichen. Bleib stehen, bleib stehen! So, geht doch, boah. So, deshalb, also für mich ist das beste Pokémon ein gutes Beispiel. Die Anfangs-Pokémon, die man von Anfang an findet, da denkt man auch, der ist Level 2, zum Beispiel, ich glaube, Visor, genau, Visor findet man, oder Huthut, und dann durch die Entwicklung wird es stärker und dann weiter und weiter und weiter und dann merkt man irgendwann mal, hey, guck mal, ich habe mein Team so stark trainiert, obwohl ich es von Level 2 auf an hatte. Das Team zum Beispiel, dass ich da Visor oder Tutut und alles da hatte, diese Zeit investiert habe in dieses Team, um sozusagen das noch lieben zu lernen. Und dass ich meine, ohne jetzt diese bekannten Sonderbonbon-Cheats oder so. Man hat echt Dratini sich gesucht, zu einem Dragonir entwickelt und dann Dragoran gehabt zum Beispiel. Oder was ich super fand, war zum Beispiel Stolunior und Stolos in der Advance-Fassung. Was viele, keine Ahnung, weshalb viele diese Advance-Fassung. Also, wie heißt das? Rubin und Saphir gewesen war. Ich weiß nicht, weshalb das. Also, für mich war das mein Lieblings-Pokémon, weil es das erste Mal war, wo die diese passiven Effekte hatten. Oh, waren diese passiven Effekte geil. Oh, zum Beispiel, oh, der eine, der kann zum Beispiel schweben, nicht von Bodenattacken angegriffen werden. Das war super Taktik, die eingebracht wurde. Ein Gesteins-Pokémon wie Kleinstein, was geschwebt hat, oder Magnetillo. Bodenattacken sind sehr effektiv. Hahaha, nein, meins ist am Schweben. Also kannst du dein Erdbeben vergessen. Das kann wirkt bei mir jetzt nicht mehr so in der Richtung. Da muss man sich wieder denken. Super, jetzt habe ich dieses Dicta trainiert und jetzt bringt es mir auch nichts. Aber man muss dann sozusagen sein Team indirekt super auswählen und sowas alles. Obwohl ich als heutzutage genau noch Pokémon spiele, wie ich damals gespielt habe. Was? Stats? Mir doch kackegal. Ich habe einfach das süßeste Team. So ein schönes Pummelhof. Das möchte ich auch nicht zu Knuddelhof entwickeln. Wieso sollte ich denn das machen und sowas alles? So habe ich damals noch Pokémon gespielt und eigentlich hat sich zu heutigen Tagen nicht viel geändert. Deshalb muss ich unbedingt wieder anfangen, Pokémon X und Y zu spielen. Ich muss es endlich mal weiterspielen, weil ich habe da so ein. Also nicht schönes Team, aber ich sehe da so viele schöne. Pokémons, die man haben kann und sowas alles. Ach, das ist so herrlich. Außerdem sind alle nur noch begeistert von dem Pokémon, weil man halt alles machen kann. In der Richtung. Deshalb, also für mich so Spiele wie halt jetzt hier Diablo als schlechtes Beispiel, so welche Wegwerf-Einstellungen haben. So, ich behalte doch eh nicht. Meine legendäre Waffe, die ich habe, behalte ich 5 Level. Spätestens danach finde ich wieder was Neues. Zack, nächste, zack, nächste, zack, nächste. Dieses Wegwerf, das ist eigentlich so wie in unserer Gesellschaft, so eine Wegwerfgesellschaft. Weshalb soll man etwas reparieren, verbessern, wenn man einfach schon fast zu einem gleichen Preis was Neues hat? Sachen, die gebaut werden, damit sie extra kaputt gehen. Klar, weil wie viel Gewinn kann man machen mit einer Spülmaschine, die ewig hält? Klar, du kaufst ja immer eine Spülmaschine, die hält dann ewig. Was will man dann machen? Ist klar, dass Spülmaschinen so gebaut sind, dass sie irgendwann mal kaputt gehen. So eine Sollbruchstelle haben, nennt man das im Fachjargon. Weil niemand wird, die Firmen würden pleite gehen. Ist ja auch okay so. Oder in der Richtung, dass sie dann etwas anderes verbessern zum Beispiel. Besser braucht man ein neues Auto. Man braucht eigentlich kein neues Auto, wenn das halten würde. Aber ist klar, dass da Materialverschleiß ist. Ist ja auch nicht schlimm. Aber man könnte auch zum Beispiel in den Richtung dann so gehen, ja, klar, aber die Technik war da noch nicht so ausgereift, zum Beispiel mit den, wie heißt das nochmal, Elektroautos, oder müssen ja nicht mal Elektroautos sein. Wir können ja auch so in der Richtung sagen, ja, kann ja in der Richtung sagen, der Spritverbrauch, der hat sich jetzt verringert, nicht erledigt, sondern verringert und alles. Das ist ja alles so Zusammengehörigkeiten, die dazu passen. Da haben wir ja alles erkundet, nochmal sicher gehen, jo. Oh, ich gehe nochmal zurück. Zitadelle, Bastionstiefen 3 müssen wir danach. Da ist halt so, leider die Einstellung mit den meisten Sachen herstellen.
So. 405 und sowas alles? Ja, gut, da können wir den Rest eigentlich verkaufen. Wir haben eigentlich noch genug. Wo sind denn einer von unseren 580 Händlern? Hier haben wir einen. Habe ich da jetzt gerade ein gelbes Schwert verkauft? Nee, war nur grau. So. So. In der Richtung. Herstellen. Kann der gute Mann 41, 41, 41. Können wir irgendwas Neues tragen? Stufe 34. 27 ist unsere Axt. Vier zufällige Eigenschaften, ne? 34, wir sind ja gerade 34, oder? Ja. Gucken wir erstmal an der Rüstung. 27, 30, 32, 21, 32, 33. Oh, das ist schon mal besser. Herstellen. Naja. Eine hier ist auch nicht besser. Shit. Das Stadtschild ist schon besser. Dann müssen wir sozusagen wieder ein gutes Schild uns herbeizaubern, also herstellen lassen. Stärke, Vitalität, regeneriert, erhöht den Schaden von gesegneter Hammer, Giftwiderstand und reduziert den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden, reduziert den durch Distanzangriffe. Ist beides so, Aber wir gucken, der Blockwert ist schon 17%, dass wir blocken und dann 227. Ist schon eigentlich besser, müsste man sagen. Jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir was Gutes finden. Die Frage ist jetzt, lohnt es sich echt, hier sowas machen? Weil wir sehen, das ist eine 27er und die ist eine 34er Axt. Machen wir mal eine. Gucken, was da rauskommt. Schaden ist erhöht, Zähigkeit verlieren wir aber einiges, weil unsere hatte Vitalität, bla 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 alles. Der hat noch mehr Schaden. 34. Pflege. Einhandpflege. Ne. Hat auch wieder mehr Schaden, aber die Zähigkeit geht um 10% runter und hier um 13%. Okay. Gegner zu betäuben haben wir auch, aber. Ne. Ich behalte doch lieber meinen. Und Scheiße. Mist. Naja, gut. Das Einzige, was wir machen können, ist zu unserem guten Typen hier gehen. Zack. Zack. Erstmal sozusagen die Grundstrukturen machen und dann verbessern. Wenn es geht, dann immer. Vielleicht können wir dann noch einen glänzenden machen. Ha! Vielleicht können wir dann noch einen quadratischen machen. Schade. Das wäre natürlich perfekt, wenn wir immer einen verbessern. Jetzt können wir noch einen glänzenden Diamanten machen. Und danach können wir noch einen quadratischen Diamanten machen. Das wäre natürlich schön. Schade. Ja, mit dem Amethyst schaffen wir das da vielleicht? Schade. Naja, das sind aber natürlich Sachen, die sind klasse. Zack, zack, zack. Gut, daran kann man halt nur sehen, dass man sich halt verbessert. So, Bastionstiefen 3. Weil jetzt müssen wir den geheimnisvollen Diener hier in der Speisekammer kaputt machen. Ist ja kein Problem. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht sterben bei dem Typen. Tötet Gorm in der Speisekammer. Ein sehr interessantes Design, muss man sagen. Er hat da die zwei kleinen Arme, der hat aber auch zwei Skelettarme um seinen Mund. Herr der Füllerei, da ist er. Ja, und man sieht, er vergiftet uns. Und man sieht automatisch, der Kampf hier, er ist vereist gewesen. Okay, ich wollte schon sagen, weshalb steht er, bleibt da stehen. Wir dürfen nicht in seine Pupswolke da rein. Hey, weg da. Ich möchte nicht in deine Pupswolke da rein. Reicht mir schon, dass du mich von vorne so anspuckst. Ich hoffe, deine komischen Pupswolken, die er da macht, gehen auch noch weg. Hier, Mama.
So, schön verlangsamen und wir haben dann vielleicht Glück, dass er immer mal vereist, wenn er lang genug da drin ist. Okay, immer schön niedrig halten. Hey, beweg dich nicht! So, die Hälfte haben wir schon geschafft. Meine guten alten Herren der Völlerei. Das Gute ist auch noch, wenn wir halt den Zaun verbrauchen, heilen wir uns ja noch. Hey, weg da. Komm, folge mir lieber hier in die Richtung. Du bist ja auch Nahkämpfer, du bleibst ja bei mir. So, wenn er nur noch wenig Energie hat, dann starte ich auch meinen Akkadas Champion. Deshalb mache ich mir jetzt schon mal mein Ding voll. Genau. So, jetzt. Champion! 1, 2, 3, 4! Explodier! Geht doch. Boah, wie cool wir aussehen. Guckt euch das mal an, wir verändern uns ja. Jetzt sind wir so wie so ein Schreckensritter gewesen. Gold ist der größte Verpassen ganz Sündenleugnens. Er besitzt nicht weniger als 4 Mäuler. Sein unstillbarer Appetit ist sicherlich seine mächtigste Waffe. Doch seine Galle und, nun ja, andere giftige Körperflüssigkeiten sind ebenso tödlich. Bei der letzten Schlacht verschlang der Fürst der Völlerei 6 Engel, inklusive ihrer Speere. Okay, er ist hart. Schuldspruch. Ha, was? Erhöht der Schaden um 8%. Yay. Super. Und noch einen Ring haben wir bekommen. Ach, die 0,2 und so, da lohnt sich echt nicht. So. Zurückkehren müssen wir. Ich kehre in die Stadt zurück. So. Bock. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Keil. Ihr habt eure Zerstörung nur herausgezögert, nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Ihr Stein wird trotzdem mir gehören. Okay. Müssen jetzt da. Hä, falls. Auf jeden Fall werden wir zurückkehren. Da sind wir zurückgekehrt. Ab nach unten. Okay. Tötet die Schreckensblut? Welche Schreckensblut? So. Hahaha. Okay, es fängt wieder an zu laggen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Okay.